und Zuschauer. Dass es bald Ostern ist, sieht man unter anderem an den Schokihasen in unseren Läden. In Reihe und Glied warten die süßen Hoppler dort auf ihren grossen Tag. Es hat dieses Jahr viele Neuheiten dabei und einige davon offerieren wir Ihnen mit zusätzlichen Superpunkten oder zum Aktionspreis. Falls Sie also in den nächsten Tagen einem Osterhasen bei Coop begegnen sollten, wäre das keine grosse Überraschung. Auch er weiss natürlich, was die schönsten Sachen fürs Näschli gibt. Wie ein buntes Osternäschli sieht auch unser Rezept aus, das Armin heute mitgebracht hat. Es ist ein Rettich-Radiesli-Salat mit Gurken und frischen Kräutli. Grüezi miteinander! Mehr zu diesem Rezept ein bisschen später. Jetzt wird es Zeit für meine beiden Gäste. Herzlich willkommen im Studio, Klibi und Caroline. Hallo! Salut, Caroline. Salut, Susanne. Du, wie lange stehen wir schon auf der Bühne zusammen? Wie sagt das? Also der Klibi sagt. Also fast 30 Jahre. Und man hat immer noch Freude und Spass am Arbeiten und zum die Leute unterhalten. Ja, und wer von euch beiden versteckt denn eigentlich die Ostereier? Ja, ich denke es. Soll das sagen, dass das ja Leute? Nein, ich will es nicht wissen, Caroline. Soll doch ein Geheimnis bleiben, oder? Ja, sicher, gell? Ja, ja. Gell. Jetzt kommt nämlich die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Ja, wie gross ist unser Stehhase mit Hutten auf dem Rücken, den wir Ihnen diese Woche zum Aktionspreis offerieren? Jetzt sag ich es. Also sagst du, Caroline? Hä? 17, 18 oder 28 cm hoch. Die richtige Antwort verraten wir Ihnen gerade nach dem Rezept. Heute mit tatkräftiger Mithilfe von Klibi und der Caroline. Ein grosser Rettich schälen. Hoi Caroline, salut Klibi. Caroline, hoi. In dünne Streifen schneiden oder hobeln. Aber nicht das in reingehen. Ja, kannst du denken. Dann nimmt man einen Salatgurken, dass sie schälen und nicht in dünne Scheiben schneiden. Und dann tun wir diese Fäschchen auch in Scheiben schneiden und mit dem Rettich und mit anderen Strassen mischen. Jetzt Senf. Gewürz, weisse Balsamico-Essig. Sehr gut. Sherry oder Himbeeressig. Oh, Himbeer gibt es einen Fruchtsalat. Also Caroline, du bringst mich ganz durcheinander. Ja, kann ich nicht. Traubenkernöl oder und Distelöl dazugeben. Mhm. Alles zu einer Salatsauce verrühren. Sehr und gut. Dann über eine Salatlinie verteilen. Ja. Kackte Kräutchen drüber streuen und sofort servieren. Ich freue mich drauf. Das sieht schon gut aus. Ja, und Caroline, dazu passt ein Pesto-Brot. Und das geht so. Ich weiss es. Ein Pariser Brot halbieren, auf beiden Seiten mit Pesto aus dem Glas streichen und dann im heißen Ofen ein paar Minuten überdachen. Auch das Rezept steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Wie hoch ist der Schoki-Osterhase aus der Aktion, hat die Wettbewerbsfrage das Publikum im Studio gelautet. Die Antwort wird unsere Schleckmühle freuen, es sind nämlich 28 cm. Klibi, bitteschön. Richtig, 28 cm. Richtig tippet hat und ein Nachtessen im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock hat gewonnen. Caroline, du kannst es sagen. Der Josef da. Und das Rüssel wieder. Komm, noch eins. Jetzt also, herzliche Gratulation. Das ist der Gucci. Ich danke allen ganz herzlich fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders euch beiden, Caroline und Klibi. Merci auch vielmals. Mit der Aufmerksamkeit aus der Blumenabteilung. Sehr schön. Bekommen Sie diese Woche mit der Supercard übrigens auch schöne Buchsbäume. Kugelförmig geschnitten im schönen Dekotopf zum halben Preis. Rasenpflege à la Osterhase, bestimmt günstig und originell, aber wahrscheinlich weniger zufriedenstellend. Für Flächen bis 500 Quadratmeter empfehlen wir darum die bewährten Garda Elektrorasenmäher zu besonders attraktiven Preisen aus dem Bau- und Hobbymarkt. Für grössere Flächen ist ein Benzinrasenmäher ideal. Alle Garda Rasenmäher sind mit modernen, umweltschonenden Viertaktmotoren ausgestattet. Wenn Sie dazu Aspen Viertaktbenzin verwenden, entstehen weniger gefährliche Abgase und die Lebensdauer des Motors ist erst noch grösser. Praktisch, speziell auch bei Hanglagen, sind Rasenmäher mit Radantrieb. Die Arbeit fällt wesentlich leichter und auch weniger kräftige Personen haben damit keine Mühe. Wenn der Rasen den Winter durchgelitten hat, lassen sich vermooste Stellen leicht mit dem Bosch Elektrolüfter bearbeiten. Auch das Gerät offerieren wir Ihnen jetzt günstiger.
Und für ein gleichmäßiges Ausbringen von verschiedenen Rasendünger und Qualitätsrasensamen von der Marke Select hat sich der Streuwagen von Gardena bestens bewährt. Sie sehen es, ein Ausflug in Gopo und Hobbymärkte lohnt sich immer. Übrigens nicht nur für Golfspieler. Das wär's gewesen für heute. In einer Woche gibt es bei uns unter anderem ein feines Fischrezept. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.